So ein Scheiß kann gar nicht richtig reden hier. Man versteht kein Wort. Ja. Und, sag mal, hast du das gelesen mit den Stadthexen da in Tuttlingen und so? Die zoffen sich da voll mit den Hohenbergern oder wie die heißen, weil da haben sie wohl irgend so ein Kind nicht reingelassen beim Hexenball oder so. Hm? Ich finde das voll kacke von den Hohenbergern, weil ich finde also Hexen obergeil. Und du? Sag mal, ich verstehe irgendwie so gar kein Wort hier, mein Herr. Wirf Hirn vom Himmel, Mann, echt, ey. Ich glaube, Herbert findet Hexen auch geil. Und der Herbert, der hat sogar ein Lied für die ganzen Hexen geschrieben, also für die Tuttlingen Hexen. Also, obwohl, also eigentlich für alle Hexen, so wie die Hex vom Heiligen Tal und die Stadthexen und die Mille-Stor-Hexen und die Unterdorf-Hexen und die Büchele-Kräuter-Hexen und die Waldhexen und die Waldburg-Hexen. Ich weiß gar nicht, ob ich alle habe. Also, und die haben sogar einen Hexenkeller. Na, lass mal hören. Es stimmt schon, dass ich bei uns fehl, ums Fäkenbrett, auch wenn das dann letztendlich nur auf dem Getränk draufsteht. Nur die Harten kommen in den Garten, also bei uns alle Mann, halt mich nur ein bisschen.
dass ich kotzen kann. Dass ich kotzen kann. Mach langsam, ich halte die Hasen, sonst kotzen sich wieder voll. Oh, Frühstück rückwärts!